Jo, liebe Leute, weiter geht's mit Wreckfest heute. Und wir machen heute weiter mit einem weiteren Demolition Race. Wir können leider keinen Rammer nehmen. Darf man wieder nicht, dass das Auto nicht zugelassen ist. Doch, ist er. Der mal Digger. Kann ich den irgendwie tunen schon? Nochmal irgendwie ein bisschen verändern? Wäre das super? Ah, oh, meine Wagen. Kriege ich den nicht zugeordnet? Warte mal, tunen, Tipps, Autos, Upgrades. Ich sage bitte nicht, dass ich das Auto nicht aufbauen kann. Ja, 1000 Kronen. Oder Credits, wie auch immer. Ich glaube nicht, dass das Kronen heißt. Ich denke, das wird Credits heißen. Wir machen ja so ein bisschen Panzer, ein bisschen Optik. Also, was heißt Optik? Wir hauen ein bisschen Panzerung rein, weil das ist jetzt gerade das Beste. Ist jetzt gerade für mich meiner Meinung nach das Richtigste. Karre soll ein bisschen weit aushalten, muss jetzt nicht immer die Mega-Geschwindigkeit sein. Sollen wir gleich noch ein bisschen Kohle haben? Warum bist du jetzt rausgegangen? So, und jetzt gucken wir mal, was wir noch an Leistung haben. Rein damit. Na, auf jeden Fall schon mal ordentlich Power. Ich meine, die Mega-Power wird er jetzt nicht kriegen, aber. Nicht genug Credits. Scheiße, wie viel haben wir denn noch? 167. Okay, da ist nicht mehr viel zu holen. Aber ist egal, wir haben es ein bisschen was geholt. Auf jeden Fall ein Fahrzeug und Kohle. Gehen wir rein. In den Lauf. So, auf jeden Fall. Dirt Devil Stadiums Dirt Speedway. Das ist auch wieder so ein Einzelding, glaube ich. Das ist definitiv kein Turnier. Und dann gehen wir rein. Unser Auto ist ein bisschen. Hat ein bisschen mehr Robustheit jetzt reingekriegt und hat auch mehr Power reingekommen. Also mal gucken. Wir werden sehen. Ich habe jetzt nicht geguckt, wie die Stärken unter den einzelnen Fahrzeugen sind. Ob wir da jetzt voll mit dabei sind. Aber das ist dann auch letztlich egal. Ich muss jetzt mal hier gucken, was ich reinkomme. Hallo. Mach so ein bisschen Platz hier. Dankeschön. Da hat auf jeden Fall einen schon mal ausgehebelt. Und hier muss er echt aufpassen, weil hier diesen Hubel, in dieser Hubellandschaft, dass man da nicht irgendwie. Dass man da nicht irgendwie falsch aufkommt wieder. Und das ist genau uns passiert. Da soll man nicht ein bisschen was abgebogen. Uiuiuiui, genau das ist es einfach jetzt gerade. Wir müssen nicht aufpassen. Da nutzt man nicht die. Ich habe durch, was ich da vor uns einer noch mal quergestellt hat. 6 Runden Zeit haben wir uns. Wir sind nur auf Platz 13. Also ist natürlich. Ja, nicht gut. In erster Linie muss es jetzt darum gehen, erstmal nach vorne zu kommen. Ach, geh mir nicht auf die Nüsse. Hau ab. Jetzt haben wir zwei Autos wieder überholt, sind jetzt momentan auf Platz 11. Also ich versuche jetzt gerade mich ein bisschen jetzt auf der rechten Seite zu halten. Da scheint es wohl von der. Das ist nicht wie GTA. Du kriegst das Auto nicht gedreht. Also wir hängen hier momentan echt wirklich dahinter. Weil wir momentan so viel Scheiße, so viel Mist haben. Wir kommen nicht vorbei an dem Feld, weil sich immer mal wieder einer vor uns wegdreht. Und ich muss jetzt ein bisschen reinkommen. Also 10. ist natürlich super. Ist natürlich. Kein toller Platz. Also 9. Jetzt sind wir damit dabei vorne. Dritte Runde sind wir jetzt schon. Glück ab. Oh, geh mir nicht auf, ist der Korb. Ich krieg die Karre nämlich nicht gedreht mit der Geschwindigkeit. Ach, wieder die gleiche Kacke. Deswegen bin ich momentan noch nur auf 10, 11, 12. Das ist die ganze Zeit, weil. Ja, weil sich das Auto jedes Mal aufbaut. Ja, Führender liegt momentan 13 Sekunden vor uns und wir haben noch 3 Runden. Also das wird verdammt eng werden. Das wird, oder beziehungsweise das wird nicht klappen, weil wir gar nicht auf in die Situation kommen. Hau doch mal ab jetzt von mir.
4 Sekunden mit dem Lauf durch. So, jetzt nehme ich mal ein bisschen die andere Linie, weil scheinbar ist dieses geradeaus Stück nicht für uns fahrbar. Natürlich, natürlich. In dem Moment kriegst du hinten noch einen mit. Und ich habe wieder die gleichen Vollpfosten wieder um mich rum. Immer dieselben. Es sind immer die kackselben. Und du kommst wieder ein bisschen ran, hast den nächsten Deppen, der in den Zecksegel, der dann einfach nur einen mitdrücken muss. Wir sind jetzt Sechster und gehen jetzt ein bisschen ran. Der Führende ist weg. Davon. Nein! Mann! Ey, wieso krieg ich es nicht hin? Ich bin Vierter gewesen und dann krieg ich wieder einen mit, ey. Wollte im letzten Moment noch einen reindrücken. Noch einmal mitdrücken. Also, der muss ganz weit weg. Dann ist Vierter, aber. Ja, wie gesagt, der Führende, der liegt da ganz vorne alleine. Oh, ab jetzt. Natürlich. Ja, du hast gar keine Chance. Du hast keine Chance. Es wird ein bisschen Glück, wenn das irgendwo Platz 5, 6 werden. Caveman Mike gewinnt dieses Rennen und du kommst hier nicht wirklich nach vorne. Weil dir ständig einer Attack. Hau doch mal ab jetzt von mir! Ja, natürlich musst du dich da noch innen vorbeidrücken und dich doch komplett querstellst und mich noch wegblockst. Ja, 197, wie soll ich denn da rankommen? Also ich war echt mit da vorne dabei und krieg dann trotzdem noch einen mit. 16 Sekunden war es am Ende. Aber weil sie nur die ganze Zeit dir auf die Fresse gegeben haben, wie so ein Geisteskranker. Also Platz 2, 3 wäre vielleicht drin gewesen. Aber sie wollten echt nur dann irgendwann auf dich, um dir auf den Sack zu gehen. Scheiße, Mann. Ja, vielleicht wäre ein bisschen mehr drin gewesen. Am Ende Platz 6. Na ja, super. Das ist natürlich alles anders. Haben wir dann noch mal eins hier. Dann fahren wir das Ding noch. Ja, Fahrzeug nicht zugelassen. Nein, hau ab mit dem scheiß Supervan. Gib mir den auf den Sack. Ich muss die Karre da nehmen, ey. Weißt du, ernsthaft? Das ist noch mal so ein kleines Turnier zum Abschluss jetzt. Dann haben wir die Serie auch komplett einmal durch. Und dann kann man nämlich in der nächsten Folge mit der nächsten Serie starten. So. Na dann. Ja, nee, ist klar. Ich krieg hier einen super Rennen und alles um und neun, aber ich komme kein Fahrzeug für die Kasse ab. Und die anderen fahren hier mit diesen super Autos durch die Gegend. Mit diesen tollen Autos durch die Gegend. Naja, versuchen wir es einfach trotzdem. 3 Runden Zeit in diesem ersten Lauf. Ja, es ist okay. Das ist, gibt's wieder Punkte. Also müssen wir gucken, dass wir so weit wie möglich da vorne gehen. Und wenn mir hier nicht der. Ach, geh mir nicht auf den Sack. Ja, lass mich doch einfach in Ruhe. Es ist irgendwie der gleiche, der mich die ganze Zeit wegblockt, dass ich nicht vorbeikomme an dem. Also normalerweise würde ich die knacken können. Ja, fahr vorbei. Sehr gut. Oh, da kommt der nächste voll, der noch immer nachdrückt. Warum müsst ihr eigentlich immer die ganze Zeit auf mich dann drauf gehen? Habt ihr nichts mehr? Ja, genau. Spring erstmal von der 1000. Spring erstmal von 1000 Kilometer hier hoch. Ist gut, Alter. Ist gut. Rasse aus. Rasse aus, du Spaten, ey. Deswegen gewinne ich auch keine Rennen mehr.
du darfst nicht nach vorne. Nein, nein, das geht nicht. Ich muss dich noch weg. Ich muss dich da komplett noch weghauen. Ich ramm dir zum Beispiel für die ganze Strecke nicht rein. Rechtes Vorderrad beschädigt. Alter, das Ding hat ein Mittelrad vorne, aber ich hasse diese Karre langsam. Weil der einfach so übelst instabil ist. Und ich bin auf 15. da momentan. Ach, ich habe keinen Bock mehr auf dieses Rennen. Mehr. Noch nicht wieder erlaubt, das geht. Ja, Dirt Trooper gewinnen das Rennen, genau. Ja, jetzt hängst du am scheiß Curb fest. Jetzt bist du letzter, da wo sie es haben wollten. Weißt du, bist mit Abstand letzter geworden. Ich war mal fünfter oder so da vorne. Aber da musste der einer noch von der über die komplette Strecke rüber hüpfen. In die Karre hüpfen, dass du dann in die nächste Wand gehst. Ich hasse dieses Rennen. Ich hasse dieses Rennen. Ich hasse diese Karre. Nee, tut mir leid. Also, ich hab da keinen Bock mehr drauf. Es geht mir auf den Sack, dass ich jedes Mal diese Rotzkarre da kriege. Da habe ich keinen Nerv zu. Was haben wir denn überhaupt fahren für Autos? Klasse B. Ja. Habe ich überhaupt noch Kohle? Nee, ich habe natürlich kein Geld. Ich habe keine Lust da drauf. Tut mir leid. Also seid mir nicht böse. Seid mir bitte nicht böse. Aber die Karre ist der letzte Rotz. Und es macht mir so keinen Spaß. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann machen wir die Challengers hier mal weiter. Ich habe da nämlich jetzt mehr Bock drauf, gerade ein bisschen was Neues zu machen. Wir sehen uns dann wieder.